Welcome, meine Freunde, and welcome back zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Und zwar wird das heute, glaube ich, eher schon wieder ein Foodie of Tapia oder ein Foodie of Hall, Food Hall, Shopping Hall, irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall, was gibt es Schöneres auf den Samstag, als auf nüchternen Magen trainieren zu gehen und dann natürlich hungrig einzukaufen. Dementsprechend, herzlich willkommen zum Food Hall. Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal einkaufen. Ich zeige euch noch ein paar neue Gimmicks, ein paar neue Mahlzeiten, ein paar neue Lebensmittel, die ich in der letzten Zeit gefunden habe. Anschließend noch mal einen kleinen Fashion Haul. Noch einen anschließenden Kamera Haul. Ich glaube, Food Day of Haul wäre, glaube ich, ein guter Name für diesen Vlog oder dieses Video. So, meine Freunde, und das ist mein heutiger Einkauf. Ihr seht es, total durchgemischt, von A bis Z eigentlich alles dabei. Und aktuell feiere ich ja genau diese Mahlzeit, und zwar diese Bratkartoffeln mit Zwiebeln, das Besondere bei denen. Für diejenigen, die noch tracken oder auch nicht, aber für den allgemeinen Fitness-Lifestyle, dass man sich nicht zu krass überfrisst und die Fette wirklich im Auge behält. Wie ihr wisst, track ich ja nicht, hier mit 1,8 Gramm Fett. Dazu gibt es immer diese Geflügel-Wiener und auch bei denen wieder besonders nur 5 Gramm Fett, was eigentlich für Wienerwürstchen relativ low ist. High on Proteins und dementsprechend echt eine gute, super Mahlzeit für einen sportlichen Athleten. Und den Stuff wollte ich heute mal probieren und mich wirklich fragen, 3% Fett, das bedeutet 3 Gramm Fett nur, ob der Kram wirklich schmeckt? Wir lassen uns überraschen. Die Bratkartoffeln natürlich immer mit Eiern. Oh, wie ich gerade sehe, Bodenhaltung, großartig. Ich dachte, ich habe die Pure- oder Freilandhaltung genommen. Selbstverständlich Nuggets, auch Bodenhaltung. Scheiße. Ein paar gespritzte Äpfel. Diesen Rotkohl, den ich euch so hart ans Herz legen kann, wirklich, habe ich ja schon im letzten Food Day auf Tapia gezeigt. Ich zeige es trotzdem für die, die es verpasst haben. 68 Kalorien, also mega Volumenfood. Und ja, es schmeckt einfach mega geil. Schnell erwärmen, 2 Minuten steht er auch drauf in der Mikrowelle und ready. Ein Monster, einfach just for fun für den Geschmack. Dieses schon eigentlich bekannte Eis, 100 Milliliter, nur 88 Kalorien. Und warum eigentlich diese Suppe? Aktuell bestehe ich mega auf Suppe. Das habe ich nämlich aus der Diät, hat so gut wie gar keine Kalorien. Und wenn man die mit diesen Würstchen nochmal puncht, die klein schneidet und reinhaut, das habe ich schon ganz oft gemacht, dann ist es echt eine wirklich Low-Calorie-Mahlzeit, aber man hat noch ein paar Proteine mit drin. Und zu guter Letzt der Stuff für diejenigen, die sich wirklich nicht unter Kontrolle halten können. Und bei mir ist es auch immer so, wenn ich eine ganze Packung habe, will ich die auch komplett aufessen. Dementsprechend ist da so eine kleine Pringles-Dose, die man dann aufessen, die einfach leer ist, sage ich mal, und man sich nicht unnötig überfrisst, vor allem, wo ich ja gerade überhaupt gar nicht tracke. Optimal. Ofen-Baked Chips. Man könnte jetzt natürlich jegliche anderen Chips nehmen, aber aus Gewohnheit eigentlich habe ich die genommen. Denn auch diese haben für Chips einen sehr, sehr geringen Fettanteil mit nur 9 Gramm Fett und dementsprechend insgesamt eine geringere Kalorienbilanz. Und hier mal High Fat, High alles, bis auf Proteine, Snickers Peanut und Snickers White. Mega, habe ich hier entdeckt und musste ich einfach mitnehmen. Zu den Werten müssen wir nichts sagen, aber meine Freunde, ihr habt es ja gewünscht. Ihr habt letzten Sonntag gesagt im Foodie of Tapia Sweets, ihr steht drauf. Und für diejenigen, die einfach nicht bekommen oder die kein Netto bei sich in der Stadt haben oder die eigentlich gar nicht vorrätig sind, ich weiß nicht, ich glaube, die sind ein bisschen seltener, verlose ich jeweils einen davon, also an 2 Personen, 2 Leute können gewinnen. Hashtag in die Kommentare Lion. In 7 Tagen wird ausgelost und dann bekommen diejenigen jeweils einen davon. Und zusätzlich, lasst euch überraschen, lasst mir noch was einfallen. I'm
Alter! Ich hätte das gar nicht erwartet, aber es ist eine richtig riesige Mahlzeit. Bauernfrühstück, sein Vater, könnte man wirklich sagen. Mega heftig. Kalorien habe ich überhaupt gar keine Übersicht. Wenn ihr mal Lust habt, dann schreibt mal in die Kommentare, erste Mahlzeit und wie viele Kalorien ihr meint, diese Mahlzeit hat. Das sind 400 Gramm hier Bratkartoffeln, 300 Gramm Würstchen, 4 Eier und die ganze Dose oder das ganze Glas Rotkohl. Oh, meine erste Mahlzeit, jetzt erst. Zu meinem Freund, fuck Essstörung. Peanut Butter Line. Schmeckt genauso, wie man es sich vorstellt. Schokolade und Peanut Butter, hammerhart. Ihr wisst Bescheid, Hashtag in die Kommentare, Line, meine Freunde. Gönnt euch. Und den gibt es gleich hinterher. Ja, bitte. Ich bin's. Wir haben hier ein wunderschönes Paket und zwar, wie ihr euch vielleicht denken könnt, passend zu dieser Kamera, neues Equipment. Ihr seht hier nämlich schon eigentlich ein volles Equipment, aber haben wir hier ein erneutes Objektiv und nicht, weil ich lebensmüde bin oder ein Geld bade, sondern weil dieses Sigma Objektiv zwar extrem geil, scharf und preis-leistungstechnisch Leistung in Klammern mega ist, wenn es mal scharf stellt. Das ist nämlich genau das Problem. Darauf werde ich aber oder möchte ich in einem separaten Video gerne mal eingehen. Deshalb, wenn ihr wissen wollt, welches Objektiv ich genau nutze, warum dieses Objektiv eigentlich schon von Sigma Serie zum vierten Mal bestellt ist, aus einer anderen Serie, dann schreibt mal in die Kommentare Hashtag Kamera und ich zeige euch, wie ich beziehungsweise womit genau meine ganzen Fotos auf Instagram schieße, wenn es überhaupt den einen oder anderen interessiert. Back zu Hause aus der Innenstadt bzw. vom Shooting. Es war so verflucht windig und das ist das heutige Outfit. Die Hose habe ich mir geholt bei Ansons oder wie auch immer man sagt. Diesen Pullover bei Zara finde ich mega geil. Der ist nämlich wirklich, der fühlt sich richtig qualitativ an, obwohl er wirklich nur ein 40er kostet. Und den habe ich sogar noch in weiß, auch wenn er jetzt nicht direkt zum Outfit passt. Aber ich denke, das ist sogar noch so ein bisschen anderer Stoff. Ich bin auch der Meinung, der hat nur 25 gekostet. Ich bin mir nicht mehr sicher. So für den Übergang gerade oder für kältere Sommertage am Abend. Mega, mega geil. Fühlt sich richtig geil am Körper an bei Zara. Wie gesagt, auch hier wieder kein Product Placement, sondern wirklich nur eigene Empfehlung. Ich feiere den abnormal, wirklich abnormal. Mal kann man so hochkrempeln an den Ärmel, sieht wirklich geil aus und habe ich auch nichts drunter soweit. Ist sogar ein V-Ausschnitt im Gegensatz zu dem schwarzen, der einen runden Ausschnitt hatte. Den gab es meiner Meinung nach noch in anderen Farben, aber haben die Scheibe aussortiert, habe ich Pech gehabt, deshalb gab es den anderen schwarzen, aber der ist eigentlich gleichwertig, obwohl ich der Meinung bin, der ist teurer. Wo wir gerade hier am Spiegel stehen, kurzes Form-Update auf aktuell wie viel? Ich glaube, knapp 79 Gramm, wollte ich schon sagen, Kilogramm. Ich denke, ist akzeptabel. Aber mit diesem T-Shirt sieht das schon ganz, ganz anders aus und vor allem mega, mega geil. Ich finde das Outfit mega geil. Passend die Schuhe zum Oberteil, also zum T-Shirt. Hier eine geile, lässige Sommerhose, würde ich fast sagen. Kann man auch für den Frühling anziehen. Das Problem bei den Hosen, wie bei vielen eigentlich, dass ich ja relativ, in der Relation für den Otto-Normalverbrauch, relativ dicke Oberschenkel habe und eine dünne Taille. Und hier haben wir wirklich das Problem, wir waren bei drei Läden. Bei drei Läden, die ist relativ weit. Ich muss sie schon zuschnüren, dann sitzt die S, passt mir nicht. Das ist eine M von Tommy Hilfiger von Ansons, hat ein Fuffi gekostet. Das T-Shirt leider auch. Hier nochmal besten Dank und Grüße an meinen Bruder
den Fitness-Eugen, denn der ist wirklich, wenn es um Fashion geht, muss ich tatsächlich sagen, er hat ein gutes Auge. Er hat ein gutes Auge für Fotos. Wir werden auch in Zukunft einiges zusammen machen, wenn es um Fashion geht, weil er einfach so ein gewisses Feeling hat, trotz seines jungen Alters oder vor allem, ja, weil er vielleicht hat er mehr Feeling, weil er ein bisschen mehr im Mainstream drin ist, wenn es um Klamotten geht. Und er hat dieses T-Shirt für mich ausgesucht. Ich wollte das gar nicht. Aber es kostet ein Fuffi. Ich finde es relativ teuer für ein T-Shirt. Es ist einfach so ein Kult-T-Shirt. Calvin Klein, einfach aktuell mega Kult. Genauso wie diese Levi-T-Shirts. Die trägt ehrlich gesagt hier wirklich jeder Schwanz. Vor allem dieses Rot-Weiße. Hat Eugen auch. Aber irgendwie, ich konnte dieses Rot-Weiße. Es trägt einfach wirklich jeder. Aber die Hose passt, wenn ich mir die zuschnüre. In drei Läden waren wir. Das Outfit finde ich mega geil jetzt für den Sommer. Und das Bild. Wenn ihr es nicht schon gesehen habt, auf Instagram abchecken. Da haben wir ein mega geiles Bild rausgehasst, genau in diesem Style. Und meine Freunde, schreibt mal gern in die Kommentare, ob ihr zukünftig, beziehungsweise welche Geschäfte ihr mir empfehlen könnt und welche Geschäfte wir im Prinzip des Food Halls mit Food, mit, sag ich mal, Klamotten, mit Fashion Stuff auseinandernehmen. Also schreibt mal in die Kommentare, C&A, H&M, Zara oder was auch immer. Die meisten kennen sie bestimmt noch besser aus als ich, aber ich habe mega Bock drauf, auch mal vereinzelte Videos abzudrehen. Keine Sorge, Sachen wie Food, Training bleibt immer Bestandteil, aber irgendwie möchte ich mich und möchten wir uns weiterentwickeln und ich denke, das wäre ganz geil, ein ganz geiler Ausgleich, um vor allem auch neue Leute auf unseren Kanal zu ziehen. Also schreibt mal in die Kommentare eure Geschäfte, welche wir für euch auseinandernehmen sollen im Stil des Food Halls. Doch back wieder zu den ja Essentials, zu den wirklich essentiellen Nahrungsmitteln für einen Sportler, und zwar Proteinquellen, soweit das Auge reicht, und in dem Fall den Ski-Joghurt Milbona. Der beste finde ich wirklich von allen, auch von den Werten und vom Preis-Leistung, ja von der Preis-Leistung muss man sagen, weil die kosten in vielen verschiedenen Supermärkten auch unterschiedlich und haben tatsächlich abweichende Werte. Die sind wirklich am besten, wirklich low fat in dem Fall. High Protein, 350 Gramm enthalten, also 30 Gramm ungefähr an Proteine. Und damit ich die Fette ausgleiche und mein Hormonhaushalt auch wirklich ja optimal weiterläuft, vor allem jetzt für den Sport, da ich ja nicht mehr so wirklich in der Diät bin oder so, oder beziehungsweise im Kaloriendefizit, denke ich mal, gibt es nochmal die Peanut Butter. Ganz einfach, hier schön, oh geil, geil. Einfach rein, buff, ich habe hier oben nochmal was abgegessen, damit das passt. Reinrühren und ready. Und auf eure Empfehlung habe ich mir sogar die neue Peanut Butter, die Cashew Peanut Butter bestellt. Ich habe nämlich letztens auf Snapchat gefragt, welche ihr mir noch empfehlen könnt. Und ihr habt mir empfohlen Cashew, nicht die Vanille, sondern diese grobe. Die habe ich mir direkt bestellt, folgt dem nächsten Unboxing des Pakets unterwegs. Es gab einige Probleme, deshalb gab es so lange kein MyProtein Unboxing. Aber es kommt. Und ihr könnt euch auf ein Gewinnspiel freuen. Ich sag noch nichts. Hier gibt es Gewinnspiele nonstop. Aber ich habe auch gerade hier mit André Merzhoff geschnackt. Ich glaube, der Pimmelberger schaut die Videos nicht, was nicht schlimm ist. Aber André Merzhoff auf Instagram auf jeden Fall abchecken. Super netter Kerl. Ich habe mit ihm gestern Nacht geschnackt und auch das Thema angesprochen. Gewinnspiele, Emotionen teilen, wirklich die Verbindung zur Community wahren. Und ich merke, wie sehr ihr das schätzt. Und wenn es nur kleine Sachen sind, ihr feiert das, ihr seid ein Teil davon, ihr kommuniziert mit uns. Und ich finde das wirklich geil. Deshalb machen wir so gerne so viele Verlosungen. Ihr müsst euch vorstellen, die Verlosung teilweise, also gut, den Line habe ich selber bezahlt, die Nike-Schuhe kommen ja auch von mir. Apropos Nike-Schuhe losen wir gleich aus, denn bei euch ist heute Sonntag, bei mir Samstag. Die Verlosung, jede Verlosung, die wir machen, den Versand, den zahlen wir selber aus eigener Tasche. Jedes Mal 4, 5, 6, 7, 8 Euro nach Österreich, dahin, dahin. Und das ist nicht wenig Geld tatsächlich in der letzten Zeit. Also im Verhältnis sind es auch irgendwo einmal ein Puffi bei den ganzen Verlosungen, die wir machen. Und das machen wir einfach gerne. Das machen wir gerne, dieses Geld rauszuhauen. Denn durch euch kommt natürlich dieses Geld wieder rein, weil ihr über die Links bestellt. Oder auch nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ihr seid einfach da und alles, was drumherum entsteht, ist einfach mega, mega... Ist einfach mega geil. Ich breche gerade voll Emotionen aus. Ich merke das wirklich. Also ich finde es cool, dass ihr da seid. Wirklich, Leute. Hand aufs Herz. Und dafür losen wir jetzt die Verlosung vom letzten Gewinnspiel aus. Und zwar vom letzten Fool Day auf Tapia, wo ich nämlich euch gefragt habe, ob ihr diese Nike-Schuhe, die ich wirklich kaum getragen habe, haben wollt. Und ich habe die wirklich nochmal gewaschen in der Waschmaschine. Die sehen aus wie neu. Also guckt euch das mal an. Ich habe die wirklich nicht mal zum Laufen
getragen, damals mal ein paar Deadlifts damit gemacht, auch schon Ewigkeit her, und dann seitdem sind die verschwunden im Schrank. Und derjenige wird jetzt ausgelost vom letzten Gewinnspiel, checkt das Video ab. 30 Mal ist mein Browser gerade eben abgestürzt. Ich habe nämlich gestern so eine scheiße Seite von so einer von so einem Photoshop geöffnet, seitdem läuft der irgendwie nicht mehr rund. Auf jeden Fall hier Hashtag Nike Alana Mund. Ich werde dich nochmal kontaktieren bzw. unter die Kommentare schreiben. Du hast gewonnen oder dein Mann hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Denkt an das Gewinnspiel, Hashtag Line, meine Freunde, und schreibt in die Kommentare, welche Läden wir auseinandernehmen sollen, welche Klamottenläden und ob ihr vor allem das Kamera-Video sehen wollt. Ich glaube, das war's eigentlich. Alles erwähnt zum Abschluss. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, meine Freunde. Gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben. Das brauchen wir einfach. Gebt dem Video nach Daumen nach oben. Zeigt uns, dass ihr das liebt. Zeigt uns, dass ihr uns liebt. Zeigt uns, dass ihr den Stuff... Okay, ich übertreibe wieder. Ich übertreibe gerade. Aber mir geht einfach das Herz auf. Ich liebe dieses scheiß YouTube-Game. Ich liebe es wirklich vom Herzen. Und ich wollte dieses Video nicht abdrehen, bevor ich wirklich so ein halbwegs geeignetes Konzept hatte. Für euch ein bisschen Mehrwert und Unterhaltung geboten habe. Deshalb hat das Video bis heute gedauert. Egal, ich halte jetzt meinen Mund. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, und bis zum nächsten Video. Bis bald.